Mein Name ist Heinz Hase, ich bin 85 Jahre alt. So war ich von 2006 bis 2010 Vorsitzender des ältesten deutschen Anglervereins, des Berliner Vereins Angelfreunde 1866 e.V. Wir besitzen als Verein ein ganz besonderes, kostbares Buch. Und zwar ist das unser Protokollbuch des Vereins. Die Protokolle, die hierin verzeichnet sind, beginnen ab 5. Oktober 1882 und enden im April 1907. Diese Protokolle werden sehr gerne bei uns, bei unseren Versammlungen nochmal verlesen, weil wir uns als, wie gesagt, der älteste Anglerverein immer noch dafür interessieren, was unsere Vorfahren früher gemacht haben, mit welchen Ergebnissen sie vom Wasser gekommen sind. Aus diesem genannten Protokollbuch möchte ich nun anschließend einige Protokolle vorlesen, damit nicht nur wir, sondern auch andere Anglervereine oder Angelfreunde davon profitieren können und sehen, wie unsere Angler früher gelebt und geangelt haben. Protokoll der Sitzung vom 7. Februar 1889 des Zentralvereins der Angelfreunde zu Berlin im Vereinslokal des Herrn Witte, Stranauer Straße 11. Eröffnung der Sitzung 9 Uhr und 5 Minuten durch den stellvertretenden Vorsitzenden Herrn Goldbeck. Nach Verlesung und Annahme des Protokolls der letzten Sitzung wurde die Tagesordnung vom Vorsitzenden verlesen. Der Eintritt zur Tagesordnung, vor Eintritt der Tagesordnung, verlas der Schriftführer ein Dankschreiben des Kameraden Engel aus Anlass seiner goldenen Hochzeit. Tagesordnung. Erstens. Schlussbesprechung über das Stiftungsfest. Da am Sonnabend, den 9. März, kein Tanz stattfinden darf, wurde das Stiftungsfest auf Montag, den 11. März, verlegt. Herr Passan beantragte per Mitglied 3 Mark der Kasse zu entnehmen. Frau Sauer 4 Mark, der Antrag von Herrn Sauer 3 Mark wurde angenommen. Die Vertretung der Frau eines Mitgliedes beim Stiftungsfest kann nur durch ein Familienmitglied geschehen. Der Beitrag pro Abendtisch beträgt Mitglieder 50 Pfennig, deren Frauen frei. Gäste, Herren und Damen, 2,50 Mark. Beginn des Festes, 8,5 Uhr. Musikverträge und so weiter wurden dem Vorstand überlassen. Zweitens. Antrag des Kameraden Reuter betreffend Änderung des Preises der Angelkarten. Da der Herr Reuter durch Krankheit verhindert war, seinen Antrag zu vertreten, so übernahm es der Kamerad Geratte 1 und Geratte 2 beantragte an Nichtmitglieder keine Angelkarten auszugeben, wurde einstimmig angenommen. Herr Gerard 1 stellte den Antrag, den Preis einer Mitgliedsangelkarte auf 2 Mark zu erhöhen. Der Antrag wurde angenommen. Drittens. Vorbesprechung über Angelfrühstück und Königsangeln. Das Angelfrühstück findet am Sonntag, den 16. Juni statt, und zwar in der Heide vor Tabertswaldschlösschen. Zum Schleppen der Angelkähne wird ein Dampfer gemietet. Das Bier zum Frühstück liefert Kamerad Tübbacke. Das Königsangeln ist am Sonntag, den 30. Juni, morgens 7 Uhr. Das Frühstück nach dem Angeln
findet auf der Liebesinsel statt. Das Stechen der Stangen haben die Herren Gerard I und Saar übernommen. Viertens, Aufnahme eines neuen Mitglieds. Aufgenommen wurde Herr Schmidt, Nähmaschinenfabrikant, Andreasstraße 35. Punkt 5, Angelei wurde vertagt. Punkt 6, Verschiedenes. Der Austritt des Herrn Herbert II, Stellmachermeister, von dem Strahlerstraße 34, wurde vom Vorsitzenden mitgeteilt. Beschlossen wurde, bei der Beerdigung eines Mitglieds einen Kranz in Höhe bis zu 10 Mark aus der Vereinskasse zu spenden. Einen Herrenabend mit Fischessen bei Kamerad Tübeke zu veranstalten, wurde beschlossen und vorläufig Mittwoch, der 20. Februar, in Aussicht genommen. Jedoch wird erst noch jedes Mitglied schriftlich eingeladen. Siebtens, Fragekasten. Im Fragekasten befand sich folgende Frage. Ist uns etwas über den Schlaf der Fische bekannt? Herr Hamann übernahm die Beantwortung dieser Frage, indem er auf den Jahrgang 1888 bis 89 von über Land und Acker Hinweis im 61. Band, wonach der englische Naturforscher August Corée interessante Versuche angestellt hat. Herr Sandig führt aus, dass der Aal sich im Winter in Modder einwühlt. Anwesend bei der Versammlung waren 30 Mitglieder. Schluss 11.40 Uhr. Protokoll der Sitzung vom 7. März 1889 im Vereinslokal des Herrn Witte in der Stralauer Straße 18. Eröffnung der Sitzung 9 Uhr und 5 Minuten durch den Vorsitzenden Herrn Wessely. Nach Verlesung und Annahme des Protokolls der letzten Sitzung wurde die Tagesordnung vom Vorsitzenden verlesen. Tagesordnung. Erstens, Schlussanmeldung und Ausgabe der Bilder zum Stiftungsfest am Freitag, den 15. März 1889, wurde zurückgestellt. Zweitens, der Antrag zur Beschaffung von Billets zum einjährigen zu ermäßigten Preisen besonderer Sehenswürdigkeiten, in Klammern Berliner Walfisch. Der Vorsitzende macht die Mitteilung, dass der betreffende Unternehmer des Riesenwahls für eine Ermäßigung des Eintrittspreises sich nicht entgegengekommen gezeigt hat, weshalb auf Preisermäßigung verzichtet wird. Drittens, Besprechung über Landpartie. Als Ziel der Partie wurde der Vorschlag gebracht von den Kameraden Herrn Reuter und Karl, die Woltersdorfer Schleuse. Schiebler I und Herr Goldbeck, nach langer Debatte wurde eine Dampferpartie nach Sedlitz am 10. Juli beschlossen und der Preis für Erwachsene auf 1,50 Mark und für Kinder auf 75 Pfennig festgelegt. Hierauf folgte eine Pause, in welcher die Unterschrift der Protokolle vollzogen wurde. Nach Wiedereröffnung der Sitzung wurde Punkt 1 der Tagesordnung betreffend Stiftungsfest erledigt. Auch wurde beschlossen, für Mitgliedskinder eine Mark für
ein halbes Kuvert zu erhalten. Viertens, Besprechung über gemütliche Schlusssitzung verbunden mit Eisbeinessen. Am Donnerstag, den 21. März, abends 9 Uhr, eine gemütliche Schlusssitzung verbunden mit Eisbeinessen zu veranstalten, wurde beschlossen. Punkt 5, Verschiedenes fiel aus. Punkt 6, Fragekasten. Im Fragekasten befand sich folgende Frage. Warum schwimmen die Flussfische aufwärts? Welche Frage zu beantworten Herr Hamann übernahm und Herr Wessely versprach, in der Oktobersitzung noch einmal darauf zurückzukommen. Anwesend waren 28 Mitglieder. Schluss der Sitzung 12.35 Uhr. Minuten. Protokoll angenommen. Herr Wessely und Schriftführer Herr Markwald. Protokoll der Generalversammlung am 5. Dezember 1889 des Zentralvereins der Angelfreunde zu Berlin im Vereinslokal des Herrn Witte, Stralauer Straße 11. Der Vorsitzende eröffnete die Versammlung um 9 Uhr und machte hierauf die Mitteilung vom Ableben des Kameraden Rettenberg, dessen Andenken die Kameraden durch ein Erheben von den Plätzen ehrten. Den Tod des Kameraden betreffend war ein Schreiben vom alten Stralauer Angelverein eingelaufen, welcher vom Schriftführer verlesen wurde. Nach Verlesung und Annahme des Protokolls der letzten Sitzung wurde die Tagesordnung vom Vorsitzenden verlesen. Erstens, Mitteilung über das Kinderfest. Dasselbe findet am Freitag, den 3. Januar 1890 bei Lammerer Kommandantenstraße 72 statt. Zweitens, Antrag betreffend Befreiung einzelner Mitglieder vom Beitrag. Nach kurzer Debatte wurde diese Angelegenheit vertrauensvoll in die Hände des Vorstandes gelegt. Drittens, Vertrauensmännerfrage. Dieser Punkt der Tagesordnung wurde dadurch erledigt, dass nach längerer Debatte der Beschluss gefasst wurde, die Rechte und Pflichten der Vertrauensmänner in ihrer alten Weise zu belassen, jedoch die Vertrauensmänner durch ein Entgegenkommen der Mitglieder zu unterstützen und zu entlasten. Viertens, Aufnahme und Anmeldung neuer Mitglieder. Die Aufnahme des Herrn Ernst wurde vollzogen. Neu zur Aufnahme wurden gemeldet die Herren Stitzner und Rademann und Strelau. Fünftens, Verschiedenes. Über den Preis der Angelkarten für das Jahr 1890 entspann sich eine lebhafte Debatte, in dem erwähnt wurde, dass der Preis in letzter Sitzung beschlossen, was jedoch nicht klargestellt werden konnte es wurden folgende Anträge gestellt. Kamerad Reuter, ab 2,50 Mark. Kamerad Benk, 2 Mark. Kamerad König, 1,50 Mark. Kamerad Schiebler, 1 Mark. Der Antrag Benk wurde angenommen. Die anderen fielen, sodass eine Angelkarte für 1890 2 Mark kostet. Im Fragekasten waren keine Fragen. Anwesend waren 32 Mitglieder. Schluss 12 Uhr 10 Minuten. Protokoll der Sitzung vom 8. Oktober 1891
des Zentralvereins der Angelfreunde zu Berlin im Vereinslokal des Herrn Witte in der Stralauer Straße 3 bis 6. Die Sitzung wurde 8:15 Uhr vom Vorsitzenden Herrn Wessely eröffnet, welcher die Anwesenden begrüßte und zur Tagesordnung schritt. Die Sommersaison von 1898 war der erste Tagesordnungspunkt. Der Vorsitzende berichtete, dass das Angelfrühstück zum 7. Juni im Neptunheim festlich begangen wurde. Die Dampfergesellschaft Stern hatte den Fahrpreis von Strahler und zurück auf 50 Pfennige pro Person gestellt. Das Königsangeln fand am 28. Juni auf dem Rummelsburger See statt, bei welchem der Kamerad Schiebler die Königswürde durch Fangen eines zweifinnigen Karpfens errang. Kamerad Sauer erhielt die Ritterrunde. Das darauffolgende Frühstück versammelte die Mitglieder beim Kameraden Hamann auf dem Schwanenberg. Zweiter Punkt. Feststellung und Bericht über Angelresultate. Das Resultat war in diesem Jahr als befriedigend zu nennen, doch bleibt noch viel zu wünschen übrig. Der Vorsitzende stellte das Vorhandensein von vielen Fröschen im Rummelsburger See fest und befürwortete ein Vertilgen derselben durch Wegfangen, da sonst die Laichplätze der Fische gefährdet würden. Gleichzeitig erwähnte derselbe, dass noch doch die Froschkeulen als Delikatesse sehr begehrt werden und teilte die Art und Weise der Zubereitung durch Vorführung eines Paares Froschkeulen mit. Nachdem fand ein großer Froschkeulendiener statt, welches der Vorsitzende die Keulen zu diesem Zweck hatte panieren lassen und welche in der Küche gebraten wurden. Die Schmackhaftigkeit ist die des Hühnerfleisches. Kamerad Reuter überwies der Kasse des Vereins 9 Mark, welche durch einen Zwischenfall bei Anwesenheit des Kameraden Wessely im Sommer auf der Suberker Kolonie durch die Kameraden Sieberke, Wessely und Sandy gespendet wurden. Hierauf wurde von dem inzwischen erschienenen Schriftführer das Protokoll der letzten Sitzung verlesen, welches angenommen wurde. Drittens, Besprechung über Vorstandswahl. Hier ist zu berichten, dass die Wiederwahl des alten Vorstandes wahrscheinlich ist, außer dem Karan Benk, welcher durch Beinbruch doch verhindert ist, allen Sitzungen des Vereins beizuwohnen, für welchen Kamerad Turm in Vorschlag gebracht wurde und Kamerad Urtenseit, der durch Kamerad Blankenburg in Aussicht genommen wurde. Vierter Punkt, Angabe von Wohnungsveränderungen. Fünfter Punkt, Verschiedenes über die Aufbewahrung von Regenwürmern im Sommer und im Winter hielt der Vorsitzende einen Vortrag und es beteiligten sich in der Diskussion darüber die Kameraden Blankenburg, Puro, Schindler, Turm und Zerbert. Sechster Punkt, Anmeldung neuer Mitglieder. Neu gemeldet wurden die Herren Henemann, Lehmann, Schmidt und Oertel. Die Aufnahme erfolgt in der nächsten Sitzung. Siebter Punkt, Fragekasten, aber es lagen keine Anfragen vor. Anwesend 33 Mitglieder. Schluss 11:30 Uhr. Angenommen Günter Wessely, Vorsitzender, Karl Urzekeit, Schriftführer. Protokoll der Sitzung vom 8. Oktober 1891 des Zentralvereins der Angelfreunde zu Berlin im Vereinslokal des Herrn Witte in der Stralauer Straße 3 bis 6. Die Sitzung wurde 8:15 Uhr vom Vorsitzenden Herrn Wessely eröffnet, welcher die Anwesenden begrüßte und zur Tagesordnung schritt. Die Sommersaison von 1898 war der erste Tagesordnungspunkt. Der Vorsitzende berichtete, dass das Angelfrühstück zum 7. Juni im Neptunheim festlich begangen wurde. Die Dampfergesellschaft Stern
hat er den Fahrpreis von Strahler und zurück auf 50 Pfennige pro Person gestellt. Das Königsangeln fand am 28. Juni auf dem Rummelsburger See statt, bei welchem der Kamerad Schiebler die Königswürde durch Fangen eines zweifelnden Karpfens errang. Kamerad Sauer erhielt die Ritterrunde. Das darauffolgende Frühstück versammelte die Mitglieder beim Kameraden Hamann auf dem Schwanenberg. Zweiter Punkt. Feststellung und Bericht über Angelresultate. Das Resultat war in diesem Jahr als befriedigend zu nennen, doch bleibt noch viel zu wünschen übrig. Der Vorsitzende stellte das Vorhandensein von vielen Fröschen im Rummelsburger See fest und befürwortete ein Vertilgen derselben durch Wegfangen, da sonst die Laichplätze der Fische gefährdet würden. Gleichzeitig erwähnte derselbe, dass noch doch die Froschkeulen als Delikatesse sehr begehrt werden und teilte die Art und Weise der Zubereitung durch Vorführung eines Paares Froschkeulen mit. Nachdem fand ein großer Froschkeulendinner statt, welches der Vorsitzende die Keulen zu diesem Zweck hatte panieren lassen und welche in der Küche gebraten wurden. Die Schmackhaftigkeit ist die des Hühnerfleisches. Kamerad Reuter überwies der Kasse des Vereins 9 Mark, welche durch einen Zwischenfall bei Anwesenheit des Kameraden Wessely im Sommer auf der Suberker Kolonie durch die Kameraden Sieberke, Wessely und Sandy gespendet wurden. Hierauf wurde von dem inzwischen erschienenen Schriftführer das Protokoll der letzten Sitzung verlesen, welches angenommen wurde. Drittens, Besprechung über Vorstandswahl. Hier ist zu berichten, dass die Wiederwahl des alten Vorstandes wahrscheinlich ist, außer dem Karan Benk, welcher durch Beinbruch doch verhindert ist, allen Sitzungen des Vereins beizuwohnen, für welchen Kamerad Turm in Vorschlag gebracht wurde und Kamerad Urtenseit, der durch Kamerad Blankenburg in Aussicht genommen wurde. Vierter Punkt, Angabe von Wohnungsveränderungen. Fünfter Punkt, Verschiedenes über die Aufbewahrung von Regenwürmern im Sommer und im Winter hielt der Vorsitzende einen Vortrag und es beteiligten sich in der Diskussion darüber die Kameraden Blankenburg, Puro, Schindler, Turm und Zerbert. Sechster Punkt, Anmeldung neuer Mitglieder. Neu gemeldet wurden die Herren Henemann, Lehmann, Schmidt und Oertel. Die Aufnahme erfolgt in der nächsten Sitzung. Siebter Punkt, Fragekasten, aber es lagen keine Anfragen vor. Anwesend 33 Mitglieder. Schluss 11.30 Uhr. Angenommen Günter Wessely, Vorsitzender, Karl Urzekeit, Schriftführer. Ja.